Und damit geht es weiter mit der Version 1.5. Versionsnummer 09433666 EA Beta. Juhu, genau. Wir fahren einmal vom Tegelmeer zurück zum Alexander. Einmal die volle Tour genießen. Schauen wir, machen einmal vorher nochmal neue Dinge rein. Claudia. So, perfekt. Wann ist Abfahrt? In 2 Minuten. Die Leute kommen schon. Das ist Wunderbärchen. Jetzt sind 2 Euro zurück. Ein Einzelfahrschein AB. Perfekt. Bitte schön. Ja, die alten Fahrpläne, also Flugpläne, Fahrpläne ist gut. Die Flugpläne von damals ist ja aus 2018 das Ganze hier. Gibt's ja gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was da mittlerweile drin ist in dem Gebäude. Sieht das einfach da rum oder wird's abgerissen? Ich habe keine Ahnung. So ein riesiger Gebäudekomplex wird da nicht mehr genutzt jetzt. Oder ja. Fluchtwege freihalten. Auch. Gut. Warten wir noch ein Minütchen. Was sich geändert hat in der Beta, vielleicht noch, man kann beispielsweise, ist nur eine kleine Sache, hier beispielsweise die Uhr mittlerweile vorstellen, geht dann auf 10 Sekunden vorher und nicht auf eine Minute. Heißt, man wartet nicht mehr eine Minute lang, sondern 10 Sekunden und dann kann man auch schon weiterfahren. Werden wir jetzt mal nicht machen, weil eine Minute werden wir verkraften hier zu stehen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch so hin. Gut, wir dürfen los.
Holzweg. Meine Leute, wie die hier rasen, unglaublich. Alter, die Welt, wie wenn die in Berlin wirklich so fahren. Eieiei. Kommen wir gar nicht mehr raus hier. Ach, wie die auch angepisst kommen mit 300. Aber das macht es halt auch ein bisschen realistischer als das im Bus im Alter 18. Weil da blinkst du einmal links und alle halten an. Hier ist halt wirklich das Problem, wenn du Pech hast, kommst du ja nie wieder raus. Eigentlich gehört hier noch mal so eine Ampel hin, finde ich, aber naja. Alter, die kommen ja nicht wieder weg. Nie wieder. Heftig. Aber man muss ja eins sagen, wenn man sich das ganze System anguckt und sich nochmal erinnert, vor zwei, drei, ja, vielleicht sogar noch vor einem Jahr, wie der KI-Verkehr hier sich verhalten hat in Fernbus und in Tourismus im Leder, dann ist das hier schon in Perfektion. Keiner fährt sich einfach hinten rein. Gut, will er, werde ich rausgelassen, aber das ist halt das Problem als Busfahrer, ne? Ist halt aber so. Aber in Fernbus und so weiter werden die sich alle ineinander reingefahren, da würde ja gar nichts mehr gehen. Da haben sie mittlerweile echt gut hinbekommen. Kann man einfach zweifelsohne so sagen. So, ich möchte jetzt aber auch mal irgendwie hier vorwegkommen. Heißt, wir machen Trick 17. Arme Schild. Leid. Haben wir es mitgenommen oder nicht? Roten Winkel, keine Ahnung.
Bahnhof Beusselstraße. Straße, Beusselstraße. Thank you.
Guck mal, da ist unser Firmensitz. Da vorne sitzen die drin. Weiß noch nicht, ob die da wirklich sitzen in der Nähe, aber keine Ahnung. Zumindest haben sie ja Werbung reingemacht. Bahnhof Turmstraße. Thank you.
Hauptbahnhof.
Invalidenpark. Robert Koch Platz. Charité Campus Mitte.
Marschallbrücke. S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor.
unter den Linden, Friedrichstraße. Staatsoper. Spandauer Straße, Marienkirche.
und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Dieser Bus endet hier. Wir bedanken uns für die Mitfahrt und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.